Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist eine sehr ansteckende Erkrankung. Sie tritt vor allem bei Kindern unter 10 Jahren auf, weshalb sie zu den Kinderkrankheiten zählt. Aber auch ältere Kinder und Erwachsene können sich anstecken. Etwa 80 von 100 Betroffenen leiden unter keinerlei Symptomen. Vor allem bei Kindern unter 10 Jahren sind Symptome möglich. Erste Anzeichen sind meist Fieber, Appetitlosigkeit und Halsschmerzen. 1 bis 2 Tage nach dem Fieber entsteht ein typischer Hautausschlag. Im Mund entwickeln sich mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen und kleine schmerzhafte Geschwüre an Zunge, Gaumen und Zahnfleisch. Betroffene Kinder haben Schluckprobleme und starken Speichelfluss. An Handinnenflächen und Fußsohlen, seltener auch an anderen Körperbereichen, bilden sich rötliche Knötchen, Flecken und Bläschen, die von einem roten Saum umgeben sind. Aus den Flecken entstehen kleine Bläschen, die im Verlauf verkrusten. Typisch ist das vor allem um die Mundregion. Die Erkrankung heilt fast immer folgenlos aus. Meist dauert es nicht länger als eine Woche, bis die Betroffenen wieder gesund sind. Um die Symptome zu lindern, können Schmerzmittel verabreicht werden. Jedoch sollte stets ärztlicher Rat eingeholt werden, um andere Erkrankungen auszuschließen.